Ja, ihr seht dann da auch ein paar Kinder, die dann tatsächlich ein bisschen spielen im Schnee. Die sind gekleidet in, ich sag mal, in normalen Sommerklamotten, also Leinenklamotten. Die haben keine Winterkleidung, keinen Wintermantel und dann nur so ein bisschen zusätzlich Lumpen irgendwie drum gebunden, um sich ein bisschen warm zu halten. Die Schuhe auch, keine Stiefel oder echte Schuhe, sondern tatsächlich nur so umwickelt mit irgendwelchen Stoffen. Die spielen da, sagst du? Ja, also ja, so ein bisschen spielen. Die scheinen gerade keine Arbeit zu haben. Die achtjährigen Kinder. Wie viel sind das so? Ja, ist so eine Gruppe von vier, fünf, sagen wir Ja. fünf. Ich gehe da mal rüber zu den Kindern und sind ja. Genau. Ich gehe darüber und sage dann, hey, na, das ist auch nicht blöd. Na doch. Ist da, ja, das ist bestimmt ein Junge dabei. Hey, Junge, ich suche mir den Größten aus und zeig auf den. Komm doch mal her. Und ihr auch, sag ich dann. Also die Kinder gucken dich so an, so mit ganz großen Augen. Ja. Also sie haben, also ich sag mal, sie haben gerüstete Leute gesehen, aber du kommst da mit Wappenrock und ne, alles ganz fein poliert und so weiter. Das haben sie eher nicht gesehen. Gucken dich an. Und du siehst dann auch diese eingefallenen Augen, ne, mit den unterernährt und so und kaum Schlaf wahrscheinlich, weil sie die halbe Nacht immer durch die Kälte aufgeweckt werden. Ja, dann knie ich mich so vor denen hin. Seid ihr ein Ritter? Seid ihr ein Ja. Ritter wie aus den Märchenbüchern? Wie es sie früher gab? Wie es sie noch heute gibt, nur nicht mehr hier. Und dann knie ich mich hin, zu den Kindern. Kinder, seid ihr aufmerksam gewesen in den letzten Tagen? Ihr seid doch, spielt ihr öfter hier an dem Tor? Ja, wenn wir spielen, dann müssen wir nicht so an den Hunger denken. Ja, das ist unser liebster Platz hier. Euer liebster Platz. Wollt ihr mir einen Gefallen tun? Ihr kennt doch sicherlich viele Leute hier, oder? Darf ich einmal du hast gar kein Schwert, du hast eine Axt, ne? Oder hast du auch ein Ja, so Schwert? eine, ja, eine Axt. Genau. Aber ich habe auch, Und ein aber das habe ich nicht Zweihänder. Hey, dabei. hab ich Zwei auch. Hände habe ich auch, aber die habe ich nicht dabei. Wir hatten gesagt, wir nehmen das Schwert mit, ne? Wir haben gesagt, Den wir sind in Zweihänder. voller Klamotte zum Tempel Genau. gegangen. Dementsprechend Ja. Achso, laufen wir dann. aktuell noch in voller Klamotte rum. Also mit Ja, klar. Zweihänder. Dann habe ich den auch Und dabei. meine Lanze steht wahrscheinlich jetzt schon irgendwo im Haus der Hewitzens, weil ich habe die bestimmt schon die ganze Zeit geschultert. Wäscheleine. Kann ich das Schwert mal sehen? Dann zeig ich so auf deinen Zweihänder, den du wahrscheinlich auf dem Rücken gespannt hast oder Ja, so. dann hole ich den so nach vorne und zeig den Kindern den. Ja, ihr könnt euch den mal angucken. Guck mal, Ich halte den so Trajodan. auf zwei Händen hin. Guck mal, Trajodan, das ist ein echtes Schwert. Ja, Rajalieb. Wow. Ja, ich zeige dir das ganze Schwert und mein Wappen und zeige jetzt vielleicht auch irgendwie noch eine Inschrift oder so ein paar Verzierungen drauf und erklären, was das so für Zeichen sind und so. Und Flavia, du hast den Falken dabei, oder? Oder fliegt er gerade? Nein, da ist er. Dann kommen da zwei Mädchen oder zwei Mädchen und ein Junge kommen dann auf dich zu und die sind ein bisschen älter sind. Ist das ein echter Vogel? Ein echter Ja, Raubvogel? ja. Ist das eine Eule? Nein, das ist ein Falke. Ein Adler? Ihr habt ja doch gesagt, das ist ein Adler. Oh, ein Falke? Ein Falke, ja. Oh. Wo kommt ihr denn her? Ein echter Ritter und eine Frau mit einem Falken. Ihr müsst aus den. Das kommt doch, gibt's doch nur im Märchenbuch. In diesem Märchen vom. Ja, ich weiß gar nicht, da hat meine Mama mir erzählt. Aus diesem fernen Land, wie heißt das nochmal? Garizia, richtig? Da kommt ihr her, oder?
Nein, nicht direkt. Meine Familie war sogar hier beheimatet. Also nicht direkt in eurer Stadt. Es ist nicht so weit von hier, wie ihr denkt. Es gab einmal viel mehr Ritter hier.